Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Septemberglut von Michi Terra. Mein Herz rast, als ich in die Seitenstraße einbiege. Am liebsten würde ich sofort wieder umdrehen und mich in mein Zimmer verkriechen. Reiß dich zusammen, du elender Feigling. Du ziehst das jetzt durch. Ich rolle langsam die Straße vorwärts, die von Eichen mit orangenen Blättern und aneinandergereihte Einfamilienhäuser gesäumt wird. Mein Rollstuhl rattert über den Asphalt. Sonst ist alles still. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages kitzeln mein Gesicht. Ich sehe einige Eichhörnchen, Baumstämme hoch und runter flitzen. Ihr rotbraunes Fell glänzt im Sonnenlicht. Eine Windböe weht mir den sauberen, frischen Geruch des Herbstes zu. Langsam komme ich dem Haus näher. Mein Herz hüpft aufgeregt, als würde es beim Seilspringen angeben wollen. Einige Momente später halte ich an. Mein Rücken ist schweißnass und meine Hände zittern leicht. Maya sitzt auf der Treppe vor dem Haus und blättert in einem Buch. Sie hebt ihren Kopf und lächelt mich an. Einen Augenblick später steht sie auf und kommt auf mich zu. Sie trägt einen roten Hoodie, der ihre vollen Lippen farblich unterstreicht, und eine eng anliegende Jeans. Die Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, aus dem sich einzelne Strähnen gelöst haben. Wunderschön. »Hey, Kev, da bist du ja«, sagt sie und umarmt mich. Dabei berührt ihre Wange meine und ein Strom jagt durch meinen Körper. »Wow!« Das hat sie noch nie gemacht. Sie riecht nach Pfirsichshampoo und Vanille, was mein Herz noch mehr stolpern lässt. »Hi, Maya. Schön, dich zu sehen. Du siehst hübsch aus«, stottere ich in die Umarmung hinein. Sie kichert und lässt mich los. »Danke.« Ihre grünen Augen mustern mich. »Welchen Film hast du ausgesucht?« Ich grinse sie an und hoffe, dass es nicht zu schelmisch aussieht. »Der Rollstuhlfahrer und das Biest«, antworte ich knapp und muss mein Lachen unterdrücken, was nicht funktioniert. Sie funkelt mich böse an und boxt mir gegen die Schulter. »Blöd, Mann, ich hasse dich«, grummelt sie gespielt genervt. »Du hast mich schon beim ersten Date, wie soll das erst beim zweiten werden?« »Habe ich das gerade echt gesagt?« Sie kommt näher, beugt sich über mich und flüstert in mein Ohr. »Ich werde dich im Kino küssen, mein Biest.« Gänsehaut überkommt mich. Ich kann an nichts mehr denken. »Warte, ich hol kurz mein Skateboard, dann kannst du mich zum Kino ziehen.« »Klaro, mache ich gerne.« Ich sehe ihr hinterher, wie sie im Haus verschwindet. Auf der Straße angekommen, stellt sich Maya auf das Skateboard und hält sich an meiner Rückenlehne fest. »Kev, gib Gas, lass uns fliegen!« Ich drücke meine Steuerung komplett durch und Sekunden später fliegen die Bäume nur so an uns vorbei. Nachher wird sie mich küssen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Lippen zu fühlen. Nach einigen hundert Metern verlangsame ich das Tempo und biege in den Weg ein, der durch den Stadtpark führt. Maya lässt die Rückenlehne los, um neben mir zu fahren. Ich lasse den Blick durch den Park schweifen, bis meine Augen am Basketballplatz hängen bleiben. Und da sehe ich ihn ein paar Meter von uns entfernt in einer Traube von anderen Typen stehen, Brad Cullen, der Idiot aus meiner Klasse. Seit 2 Monaten ist er an unserer Schule und seit dem ersten Tag macht er mir das Leben zur Hölle, weil er es nicht ertragen kann, dass ich mit meiner Welt klarkomme. Ich bleibe abrupt stehen, weil ich keine Lust habe, ihm zu begegnen. Maya hat mein Anhalten nicht registriert und rollt ein paar Meter weiter. »Kev, das war eben so cool, du bist ja so schnell«, trällert sie, ohne mich dabei anzusehen. Als sie merkt, dass ich nichts erwidere, dreht sie sich um und mustert mich. »Hey, alles okay? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.« »Wir müssen hier weg«, krächze ich und schaue ihr dabei in die Augen. »Aber hinter dem Park ist doch das Kino. Warum müssen wir weg?«, fragt sie leicht irritiert. Als ich direkt zu einer Antwort ansetzen möchte, höre ich neben mir schwere Schritte. »Hey, Maya, führst du jetzt schon Behinderte aus?«
Brad hat sich direkt neben mich gestellt und legt seine fette Hand auf meine Schulter. Sein hässlicher Schweißgeruch steigt mir in die Nase und ich könnte nur kotzen. Dieser Idiot. Kann er nicht einfach wieder verschwinden? Brad, lass Maya in Ruhe und verzieh dich, fordere ich ihn auf und gucke dabei in Mayas besorgtes Gesicht. Sie steigt vom Skateboard ab und möchte näher kommen, aber ich schüttel kaum merklich den Kopf, was sie versteht und stehen bleibt. Er verstärkt den Druck auf meiner Schulter, was langsam schmerzhaft wird, aber ich zucke nicht einmal mit der Wimper. Kev, mein Süßer, geh du doch erst mal. Ach nee, das kannst du ja nicht, sagt Brett belustigt und nimmt seine Hand wieder weg. Wie willst du sie jemals richtig küssen, wenn du so ein Schwächling bist, wirft er mir hinterher und trifft damit einen bunten Punkt. Arschloch. Brett, es reicht jetzt langsam. Nur weil du nicht ansatzweise so toll bist wie Kev, brauchst du uns nicht den Abend versauen, sagt Maya mit ruhiger Stimme und ich muss innerlich grinsen. Du blödes Miststück, was denkst du dir eigentlich? Er stapft auf sie zu, aber ich fahre blitzartig nach vorne und versperre ihm so den Weg. Plötzlich ruft jemand, hey, Brad, lass die beiden und komm saufen. Er hält kurz inne und geht langsam rückwärts. Dabei macht er das, ich habe euch im Blickzeichen. Es ist noch nicht vorbei, Mädels, droht er und verschwindet in der Abenddämmerung. Als wir den Kinosaal erreichen, stelle ich zur Freude fest, dass alle Plätze leer sind. Beladen mit Popcorn und zwei Colas begeben wir uns zu unseren Plätzen ganz in der Mitte. Ich manövriere meinen Rollstuhl in die freie Nische neben Mayas Sitz. Bunte Scheinwerfer beleuchten die graue Leinwand und gedämpfter Indie-Rock beschallt den Saal. Wir unterhalten uns über alles Mögliche, albern rum und genießen die Zweisamkeit. Zwischen Lachanfällen füttert sie uns mit Popcorn. Ihre Finger streifen dabei jedes Mal meine Lippen und mein Herz stolpert. Mein Blick fällt auf ihren Mund. Wie er sich wohl anfühlt? Plötzlich muss ich an die schmerzenden Worte von Brad denken. Was ist, wenn ich Maya niemals küssen kann? Was ist, wenn ich einfach zu schwach bin? Auf einmal merke ich, wie etwas gegen meinen Kopf prallt. Ich löse mich aus der Starre und sehe, wie das nächste Wurfgeschoss mich an der Nase trifft. Popcorn. Hey, was machst du? Na endlich. Ich hatte schon Angst, dass du nicht mehr aus der Welt der Gedanken zurückkommst und ich den Abend alleine verbringen muss. Du sahst kurz traurig aus. Ist es wegen dem, was Brad gesagt hat? Ja, kann sein, erwidere ich knapp und merke, wie mir das Blut in den Kopf schießt. Maya beugt sich näher zu mir, bis nur noch ein paar Zentimeter zwischen uns liegen und flüstert. Zum Knutschen braucht man keine Kraft, sondern sehr viel Feingefühl. Machbar, oder? Sie macht die Augen zu, kommt noch näher. Unsere Nasen berühren sich. Ich halte den Atem an. Gleich passiert es. Auf einmal nehme ich eine Bewegung aus den Augenwinkeln wahr. Schlagartig drehe ich meinen Kopf nach rechts und entdecke den Störenfried. Fuck, bitte nicht jetzt. Na, wen haben wir denn da? Der Schwächling und das Miststück, flötet Brad und setzt sich wie selbstverständlich neben Maya. Er versucht seinen Arm, um sie zu legen, was sie aber so gut es geht abwehrt. Lass die Scheiße, du Idiot, spuckt sie ihm entgegen. Was willst du hier? Sein Grinsen wird noch breiter. Mit euch einen Film gucken? Das ist doch wohl noch erlaubt. Er reißt Maya die Kohle aus der Hand und genehmigt sich einen großen Schluck. So ein Arschloch. Am liebsten würde ich ihm eine verpassen, aber wie? Was kann ich nur tun, damit er aufhört? Ich balle die Hände zu Fäusten, mein Puls hämmert gegen meine Kehle. Dann steht er auf und stellt sich vor Maya. Sein Blick fliegt zu mir und er fragt doch allen Ernstes, »Hey, Kev, soll ich dir mal zeigen, wie man ein Mädchen richtig küsst?« »Verschwinde jetzt, sonst mache ich dich fertig«, drohe ich, weil mir nichts Besseres einfällt. »Guter Witz, Kev, wirklich gut. Sag mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn vor deinen Augen ein Mädchen geküsst wird und du überhaupt nichts dagegen tun kannst, weil du ein Krüppel bist?« Im nächsten Moment beugt sich Brad zu ihr und seine ekligen Lippen streifen ihre Wange. Sie versucht, ihn wegzuschieben, aber leider ohne Erfolg. Er hält sie fest und drückt sie in den Sitz. Mit letzter Kraft tritt sie ihm zwischen die Beine. Er taumelt rückwärts. Er krümmt sich vor Schmerz. »Du blöde Schlampe«, fiebt er.
Er nimmt den Cola-Becher aus der Halterung und schüttet den gesamten Inhalt in Mayas Gesicht. Ein Rauschen jagt durch meinen Kopf. Die Augenränder verengen sich und meine Sicht wird schwammig. Ich sehe, wie die Lampen ausgehen und die erste Werbung auf der Leinwand erscheint. Dann bin ich im schwarzen Tunnel. Es ist aus für dich, Cullen. Ich drücke meine Steuerung komplett durch und fahre. Ich fahre, bis es nicht mehr geht. Ein lautes Knacken beendet meinen Adrenalinsturm. Als die Sicht klarer wird, schaue ich in das bleiche Gesicht von Brad. Wie ein Geist in Schockstarre. Ich blicke nach unten und sehe seine Katastrophe. Sein Fuß ist zwischen dem Fußbrett und den vorderen Sitzreihen eingeklemmt. Ich fahre vorsichtig zurück und er fällt auf den Boden. Er tastet nach seinem Fuß, der völlig verdreht ist, und die Erkenntnis trifft ihn hart. Du! Er ist gebrochen! Du elender Bastard, hast mir den Fuß gebrochen! Brüllt er. Maya steht neben mir und drückt meine Schulter. Lass uns lieber gehen, flüstert sie in mein Ohr. Hinter uns wird die Tür aufgerissen und schnelle Schritte nähern sich. Wir drehen uns um. Ein kleiner Mann mit Anzug kommt auf uns zu. Hey, was ist hier los? Wieso wurde hier geschrien? Fragt der Kinomitarbeiter mit hektischer Stimme. Der Typ auf dem Boden braucht einen Krankenwagen. Ich habe ihn verletzt. Der Kinomitarbeiter blickt erst zu Brad und dann wieder zu mir. Er nickt. Oh, okay, die Show ist vorbei. Bitte verlass den Saal. Als wir gerade an ihm vorbei wollen, greift er in seine Anzugtasche und drückt Maya Taschentücher in die Hand. Ich glaube, die können Sie gebrauchen, sagt er und zwinkert uns zu. Die Straßenlaternen leuchten schon, als wir die Hauptstraße runterrollen. Mein Blick ist starr auf den Asphalt gerichtet. Ein paar Tränen möchten meine Augen verlassen, aber ich halte sie erfolgreich zurück. Ich habe das Date kaputt gemacht. Ich konnte sie nicht mal richtig vor ihm beschützen. Fuck. Ich merke Mayas Blick auf mir. Kev, bleib mal bitte kurz stehen. Ich nehme meine Hand von der Steuerung und mein Rollstuhl hält abrupt an. Ich schaue zu ihr rüber. Sie kommt zu mir gerollt und fängt sich an meiner Armlehne ab. Ihr Pfirsichduft steigt mir in die Nase. Maya hebt ihre Hand und berührt meine Wange. Zärtlich streichelt sie über die Haut und hinterlässt ein Kribbeln. Kev, du hast nichts falsch gemacht, okay? Ich hätte dich besser beschützen müssen. Du hast das gemacht, was du konntest. Na gut, du hast ihm den Fuß gebrochen. Das war vielleicht etwas zu krass von dir. Ich weiß, ich wollte einfach, dass er dich in Ruhe lässt. Dem Bösewicht quasi ausgeschaltet, sagt sie, und wir müssen lachen. Auf einmal nimmt sie mein Gesicht in ihre Hände und legt ihre Lippen auf meine. Mein Herz explodiert. Ich glaube, so fühlt sich der Himmel an. Nach einigen Sekunden löst sie sich von mir und grinst mich an. Du bist dran, Kev, küss mich, fordert sie mich auf. Maya, ich glaube nicht, dass ich... Weiter komme ich nicht, denn sie drückt mir ihre Lippen wieder auf meinen Mund. Langsam bewege ich meine Lippen, so als wüsste ich, was ich tue. Vorsichtig taste ich mich vor. Oh Gott, alles ist so weich. Ich streiche zärtlich mit meiner Zunge über ihre Unterlippe. Danach berühren sich unsere Zungen und ein leichtes Stöhnen kommt aus ihrem Mund. Wir lösen uns voneinander. Sie macht ihre Augen auf. Kev, das war der beste Kuss meines Lebens, flüstert sie atemlos und umarmt mich. Ich habe Hunger, sage ich, und sie lacht so laut, dass mein ganzer Oberkörper vibriert. Dann los, mein hungriges Biest. Das war Septemberglut von Michi Terra. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.